Gut, Beric. Eisensturm. Beric sieht echt nicht gut aus. Du heil mal Beric. Das Problem ist, ich blicke auch gerade nicht durch, wer wo ist. Roter Reißzahn, Tierfrau, Tierfrau Mystikerin. So, Beric heilen. Du heilst Lyra mal. Noch sieht's gut aus. Nur dass Beric gerade irgendwie panisch und verwurzelt ist. Mal den Heilzauber auf Beric. Hat sie auch noch irgendeinen Heilzauber? Nein. Okay, warum auch immer jetzt alle auf Sirene losgehen, das ist nicht so schön. So, das war's mit denen hier. Azurschild. Schlechter als das, schlechter als das. Also kommt's weg. Azurschild ist ein Artefakt. Cool. Ja, ein Artefakt. Bringt Segen des Meisterkriegers. Plus 2 parieren, wenn Schaden erlitten wird. This will be fun. Das ist halt immer noch besser, weil es plus 1 parieren, plus 1 ausweichen und plus 3 Ausdauer hätte. Aber das hier könnte ich noch verbessern. Dann wird es wahrscheinlich besser als das hier werden. On it. So, jetzt haben wir erstmal Sirene. Warum hat sie gerade Abzüge? Ach, Edikt des Steins. Das erhöht alle Magie-Skills. Das erhöht nicht viel. Magiestab. So, Frieden sind wir schon ganz unten. Lieder ist auch alles okay soweit. Kann ich hier noch was verbessern? Erhöht die Menge an Atem. Ah ja, doch, das könnte ich verbessern. Abwehr vor kritischen Treffern oder lange Atem. Nehmen wir mal Abwehr vor kritischen Treffern. So, bei wem hat sich jetzt Reputation? Bei Azurschild. Ah ja. Gut, dann gehen wir mal hoch auf unseren neuen Turm.
Das inzwischen vertraute Licht des Turms strömt himmelwärts des verblassten Horizont in Richtung, in der Vendriens Brunnen liegt. Du spürst, wie der Boden unter dir nachgibt und verschwindet, als du dich der Wärme der Energie hingibst, die dich umfängt. Der Turm der Aurora in Kluftgans fühlt sich rabiat und unruhig an, als würde er sich selbst aus der Erde graben, wenn er die Kraft dazu hätte. Die Steine sind zwar sauber, fühlen sich dennoch blutverschmiert an. Die Rituale und Auswirkungen des Steinmeers haben diesen entlegenen Ort im Laufe der Jahre verzerrt. Du spürst, wie Energie aus dem Boden aufsteigt und mit überbordender Begeisterung Hals über Kopf ein Band mit Vendriens Brunnen knüpft. Stabil würde man dieses Bauwerk nicht unbedingt nennen. Es ist ein Wunder, dass der Turm noch nicht in eine Schlucht gestürzt ist. Ich kann die Tiermenschen sogar von hier oben noch riechen. Ihr Gestank ist so stark wie das Edikt. Das ist nervenzerfetzend. Hat jemand außer mir das Gefühl, dass wir gleich umkippen? Warum scheint der Boden zu schaukeln? Kannst du Skilllehrer in den Stufen rekrutieren? Tränke und andere Verbrauchsgegenstände zu brauen. Ja, bauen wir mal das Lazarett. Hier. So, und hier können wir jetzt neue Leute anheuern, ne? Eine Meisteralchemistin, die seltene Kränke für den Gebrauch im Kampf braut. Düstere Hymne, ein Skilllehrer. Gifte, von denen viele illegal sind. Tränke für den Kampf. Großes Angebot an Tränken. Unterricht im Wissen, Leben beherrschen und in der Verwendung des Magierstabs. Das nehme ich mal. Vorräte klingen auch nie schlecht. Der klingt nicht schlecht. Seltene Tränke ist auch okay. Wen kann ich hier noch anheuern? Stein beherrschen, Meisterlehrer Feuer beherrschen, Gewalt beherrschen, Verwendung. Der wird angeheuert. So, das war's eigentlich. Zoomen wir mal etwas näher rein. Das ist ein bisschen zu weit rausgezoomt. Ah, schieß das Binde. Hoffentlich läuft alles nach deinen Vorstellungen. Eine Sigil. Wieder so eine. Ah. Fähigkeiten, die so dauernd Zauber auf Verbündete länger an. Cool. Schleifstein. Ah, hier kann ich Sachen brauen. Okay, Azurglocke, Betäubungsmittel, Blutmoos, Wachtod. Dafür brauche ich alles Alchemiematerial. Starker Heiltrank, Heiltrank. Ist hier noch was zum Plündern? Ja, hier oben. Ist noch mehr Moos. Du bist ein Turmarbeiter. Ihr baut hier meine geheime Marihuana-Plantage an. Gut. Viel mehr will ich gerade gar nicht auf dem Turm. Ich will wieder nach draußen eigentlich. Ich hoffe mal, ich lande vor der Tür und nicht am Eingang. Na, ich bin am Eingang gelandet.
Wenn sie nicht zur Vernunft hören wollen, was können wir tun? Ich beschaffe das benötigte Azolet, egal wie. Come at me, brave meat. Naja. Die Airtexte wird da drüben nicht durchhalten. Außerdem natürlich, sie hat uns Sterblichkeitsboni. Nein, hat sie nicht. You got it. Was gibt das jetzt fertig ist, Lyra? Right. What's happened? I will aid you. Da hat's eine AirTags erwischt gehabt, die andere nicht. Na komm. Au, das hat weh getan. Do I really need to? So? Damit ist alles erledigt. Wenn die Tiermenschen nicht hören wollen, müssen sie fühlen. Töte dem Schatten ist zwar stärker als Lyra, aber ich traue Lyra irgendwie mehr als Töte dem Schatten. Monschicksalsbinder, du hast es uns wirklich leichter gemacht, die Kristalle zu beschaffen, die wir brauchen. Du hast der Elgitte einen großen Dienst erwiesen. Oh, und wenn du dich auf den Weg zurück nach Heufelsen machst, könntest du da vielleicht diese Kiste mit Kristallen aus reinem Azolit für uns mitnehmen? Ja, das ist eine außergewöhnliche Ausbeutung und würde uns für das Ritual gute Dienste leisten. Er neigt nachdenklich den Kopf zur Seite. Ich danke dir für deine gütige Einschätzung, Schicksalsbinder, doch ich weiß nicht, ob unsere Ausbeute für mehr als gerade so ausreichend ansehen würde. Aufgrund der schwierigen Bedingungen bei unserer Ausgrabung, es würde gewiss nicht schaden, noch einige Exemplare abzubauen, um die Sammlung etwas zu vergrößern. Vielleicht einige mit stärker ausgeprägten Schichtmustern. Das kenne ich bereits, also kann es erstmal weg. Und ja, ich habe wieder verpennt, zu meinen anderen beiden Türmen zu reisen. Deswegen reise ich da jetzt gleich hin. Na, ich denke mal, bevor wir uns hier um alles kümmern, mache ich erstmal einen Cut, also speichern wir. Das ist jetzt LP029. Speichern. Und dann sehen wir uns
gleich wieder.